Wir haben jetzt das Spiel gewonnen. Eigentlich sollte ich mich gut fühlen. Aber das, was der Spieler gesagt hat, das trifft mich jetzt so doll, dass ich kann mich gar nicht über diesen Sieg freuen. Hi, ich bin Ivan Snejako und schaue mir heute die Doku Schwarzer Adler bei Prime Video an. Darin geht es um die Geschichte von People of Color in der Nationalelf. Was das ist, mit so einer Hautfarbe durch Deutschland zu laufen, also das können Sie sich gar nicht vorstellen. Von Kind auf, seit ich denken kann, sind das immer Probleme gewesen und ich bin überzeugt davon, dass meine anderen Kameraden, also die Dunkelhäute sind und so, nicht so leicht darüber weggehen, wie manche tun. Ich bin doch schon ein alter Hund gewesen. Aber das lässt einen nicht los. Ich denke, jeder, der dunkelhäutig ist, hat die ein oder andere Situation mal erlebt in der Schule. Auch also in der Schule schon angefangen. Ich habe das Wort mit 9, also das N-Wort mit 9, das erste Mal gehört. Und für mich war es ein normales Wort, bis man mir erklärt hat, was es dann wirklich bedeutet und was dahinter steckt. Aber hier bin ich weiß und da auch. Kannst du sehen? Das erste Mal kam das für mich zur Geltung im Kindergarten, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe gehänselt wurde, kam nach Hause und hab eben dann gesagt, Mama, wenn ich mich ganz toll wasche, werde ich dann auch so weiß wie du. Hello, Taxi. Das hier geht ab. Auch sowas habe ich mal wirklich zu Hause gemacht. Es gibt heutzutage auch solche Cremes für Dunkelhäutige. Da kannst du dich damit eincremen und dann wirst du von Zeit zu Zeit ein bisschen heller. Ich habe das damals auch mal gemacht. Aus dem einen Grund, weil du einfach dazugehören willst irgendwie. Das habe ich damals gemacht, das würde ich jetzt auch nie wieder machen. Aber da hast du wirklich drüber nachgedacht, ob du dir aus Spaß Zahnpasta ins Gesicht schmierst oder irgend sowas. Aber diese Creme habe ich dann wirklich für ein paar Monate benutzt und bin dann auch wirklich heller geworden. Auch da in meinem Dorf als einziger gegen eine Mannschaft gespielt habe, die mich dann gesehen hat in den jungen Jahren und die dann auch manchmal untereinander geredet haben und dann auch irgendwelche Sprüche gebracht haben. Das geht nicht an dir vorbei. Ich weiß, dass wenn ich zu Hause war und alles still war und ich wusste, ich bin jetzt im Bett, dann hast du ein bisschen nachgedacht und dann hast du dich gefragt, stimmt mit dir was nicht oder stimmt mit denen was nicht? Und man hat einfach die Angst gehabt, mit jemandem darüber zu reden, weil man dachte, es ist normal. Es ist normal, dass die Menschen so mit dir umgehen oder so mit dir reden. Und es ist vielleicht auch normal, dass du es einfach hinnimmst. Es gibt Seifen, da kannst du dich mit waschen und wirst du weiß. Ich habe auch, was man da macht, also Kernseife genommen und habe mich gewaschen. 3-4 Stunden lang. Ne? Und dass meine Haut, abhält sich irgendwie und so, aber ich wollte nicht weißer. Ne? Ich habe dann gemerkt, ja, dadurch, dass ich jetzt versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin, da verändert sich auch mein ganzes Umfeld. Also ich hab mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich sollte eigentlich dankbar sein, dass ich der bin, der ich bin. Und warum sollte ich jetzt mich für irgendwas oder irgendjemanden verändern wollen, nur weil denen die Hautfarbe nicht passt? Das ist vollkommen bescheuert, aber da warst du jung. Du hast mit niemandem über sowas geredet. Du hast es vielleicht im Fernsehen auch gesehen. Du hast es irgendwo vielleicht auch gehört. Auf dem Fußballfeld werden Sprüche gedrückt. Keiner tut wirklich was dagegen. Also ist es irgendwo so Normalität. Und du nimmst es hin, deine Eltern. Eltern erzählen dir auch was davon, was die selber erlebt haben. Also du fühlst dich so unerwünscht. Ja, und dann versuchst du es halt mit solchen Sachen. Du versuchst es wirklich mit diesen Sachen, weil du dich so am Zweifeln bist und so hilflos und dich so hilflos fühlst, du nicht mit deinen Eltern reden kannst, weil die ja genau das Gleiche zu dir sagen. Dann kommt sowas dabei raus, dass ein 10-Jähriger oder ein 9-Jähriger sich so eine Creme ins Gesicht schmiert und das mehrmals am Tag und hofft, dass die anderen ihn dann jetzt auch so sehen, also nicht mit den Augen, die dich vorher gesehen haben, sondern mit den Augen der Zugehörigkeit. Der Fußball hat mich gerettet, weil ich Leute gehabt habe, die mir vertraut haben, wie Kurt Schreiner, mein Fußballtrainer, der gesagt hat, weil die sogenannten Mittelschicht hingegangen ist, Herr Schreiner,
Wieso spielt denn der schwarze Hartwig in der Mannschaft da drin? Können Sie mir das mal sagen? Hat der Kutsch Reinig gesagt, natürlich. Weil er gut ist, weil er besser ist wie ihr Sohn, deswegen spielt er. Und das hörst du. Da bist du auf einmal, boah, da ist ja einer, der steht ja zu dir. Der verteidigt dich ja. Das hab ich ja nie gehört. Ich lebe auf dem Dorf, meine Familie. Da gibt's, so wie gesagt, da gibt's nicht so viele, da gibt's nicht so viele Ausländer, da gibt's nicht so viele Schwarze. Ist aber auch alles schön und gut. Ich habe das, was ich erlebt habe, erlebt und habe das hingenommen und habe einfach trotzdem das Beste draus gemacht, habe trotzdem Gas gegeben, habe mich jetzt nicht davon runterbringen lassen, auch wenn es dann doch, wenn du dann alleine bist oder wenn du alleine bist, dann doch schon ein bisschen geschmerzt hat, weil das sind so Sachen. Oder das waren Situationen manchmal, das tut dir erst weh, wenn du es erst realisieren kannst. Im Spiel, da nimmst du es nicht so ernst, da bist du mit deinen Emotionen ganz woanders, als wenn du dann erst zu Hause bist. Und dann denkst du nochmal drüber nach, egal wie viel Spaß ich da reinstecken will, es gibt ja trotzdem immer wieder Menschen oder es gibt immer wieder Situationen, die können mich so unglaublich traurig machen. Wenn es das erste Mal gewesen wäre, wäre es okay. Wenn es jetzt das achte Mal ist und du jetzt nach dem achten Mal das N-Wort im Spiel hören siehst oder einfach hörst und dich zu Hause fragst, das ist jetzt das achte Mal von der achten Mannschaft, also alle wirklich unabhängig voneinander. Was muss in deren Köpfen gehen, dass die einfach denken, dass die das sagen können oder sagen dürfen? Das, was mir dann geholfen hat, war die Hamburger Auswahl. Da bin ich dann aus meinem Dorfverein ein bisschen rausgekommen, bin dann richtig nach Hamburg gekommen, habe Menschen aus verschiedenen Kulturen kennengelernt. Du triffst dann auch auf Deutsche, auf Afghanen, auf Türken. Die haben mich wirklich so aufgenommen, wie ich eigentlich bin. So, und das hatte ich zum Beispiel in meinem Dorfverein nicht. Ich war die schwarze Perle, der kann laufen und der kann dies und das. So, und das kann er. So, aber darüber hinaus, ja, lass mal gut sein. Ich habe dann in der Schule schnell gemerkt, dass ich eigentlich wie eine Aussätzige behandelt worden bin. Das kannte ich so nicht. Da war für mich eigentlich klar, ich muss mich in irgendwas flüchten, was so ersatzweise sowas wie eine Familie für mich darstellt. Und als meine Schwester mich dann mitgeschleppt hat zum Fußballplatz und ich da so ein bisschen reingewachsen bin, waren wir wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir waren Mädels aus den unterschiedlichsten sozialen Bereichen. Und das hat man gemerkt, weil dieser Zusammenhalt in dieser Mannschaft war einzigartig. Den habe ich auch so nie wieder erlebt in meiner ganzen Fußballzeit. Ich bin da bei der Hamburger Auswahl auf Menschen getroffen, die es vielleicht dann auch nicht so einfach hatten. Und wenn ich dann auf diese Leute getroffen bin, dann war einfach alles weg. Also du hast dann wirklich alles vergessen, weil du weißt, dass die genau diese Probleme auch haben. Deswegen brauchst du dich jetzt hier bei denen gar nicht verstecken. Konntest einfach dann für diese 90 Minuten, konntest du dich wieder fühlen. So würde ich das mal ausdrücken. Bako, nach diesem Pass von Vollmer. Und Tor! 1:0 für die Stuttgarter Kickers nach dieser Vorarbeit von Bappo. Eine Frage mal zu Ihrer Person. Sie sehen ein bisschen dunkler aus als andere Leute. Das liegt sicherlich nicht an unserem schönen Wetter hier. Wo sind Sie geboren, Anthony? Also ich bin hier in Bad Godesberg bin ich geboren, aber meine Eltern, die kommen aus Ghana. Ah ja, und wieso sind Sie dann gerade hier in Bonn geboren worden? Ja, weil meine Eltern mich hier gemacht haben. Wenn ich jetzt in Deutschland geboren bin und mit diesen Leuten zu tun habe und dann bin ich auch ein Deutscher. Also ich sehe das so, dass alle Menschen gleich sind. Ich würde auch niemals jemanden bevorzugen oder benachteiligen. Auch egal, ob Frau oder Mann, bei uns in der Familie beruht es auf Gleichberechtigung. Das ist einfach meine Art zu denken. Und wenn man ein bisschen sich die Geschichten anguckt, wird man vielleicht ein bisschen sentimentaler oder sensibler dem Thema gegenüber. Weil man sollte der Geschichte zuhören und man sollte es aber auch nicht böse sein. Es ist, wie es ist. Es ist nun mal passiert. Man kann es nicht ändern. Das Einzige, was man ändern kann, ist von dem Tag, wo man es weiß, darüber nachdenken, was man vielleicht verändern könnte. Die Attacke von rechts galt dem Mann mit den Rasterlocken. Patrick Ovomoyela habe als Halbnigerianer im Nationalteam nicht zu suchen, soll die NPD in dieser Broschüre pünktlich vor der WM befunden haben. Das hat mich schon tief in der Magengegend getroffen, weil es das erste Mal war, dass,
dass ich mit diesem Thema Rassismus direkt und intensiv in Kontakt gekommen bin. Und ja, da musste ich mich auch erst sammeln und wusste auch nicht genau, was ich und wie ich etwas dagegen tue. Und habe dann aber auch sehr schnell Hilfe vom DFB bekommen und den Anwälten des DFBs, weil eben aber auch die deutsche Nationalmannschaft Teil dieser Kampagne ja war. Du spielst für eine Mannschaft, du gibst alles für die Mannschaft. Wenn du dann hörst wenn du mitbekommst, dass Menschen mit ein bisschen mehr Macht schon sowas offen preisgeben, dass die dich nicht wollen. Und das tut unglaublich, das tut ungemein weh, weil du dich so hintergangen fühlst. Also so nach dem Motto, lauf für mich und halt die Klappe. So. Es ist egal, ob es bei Wohnungssuche ist es bei Jobsuche, ob es bei, das sind so strukturelle Sachen, oder einfach dieser Alltag, wo bestimmte Sachen passieren. Und das ist... Da hat sich nicht viel verändert. Die Mannschaften tun schon die versuchen schon dagegen anzukämpfen. Ich würde jetzt sagen, dass man schon noch mehr dagegen tun kann. Es sind ja auch manchmal die kleinen Witze, die man dann macht, vielleicht auch als Trainer. Und da könnte man vielleicht schon als Mannschaft was dagegen tun, sprich, dass man mit den Trainern darüber redet, dass die Trainer vielleicht auch mal auf die Spieler zugehen. Wenn jemand dann sagt, hey, pass mal auf, sowas kannst du nicht sagen, er ist auch einer von uns und das ist eine Beleidigung und das ist beleidigend und das, er hat auch Gefühle, genau wie wir oder was auch immer. Und ich glaube, da würde man sich schon als junger Spieler viel besser fühlen. Ich bin mit so vielen Menschen aufgewachsen und alle waren einfach komplett unterschiedlich. Und das hatte nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern einfach mit dem Umfeld und was die an Erfahrungen gemacht haben. Und im Fußball, da lebt Kreativität und da lebt so viel Euphorie. Ich finde, da in den Mannschaften kann man schon sehr viel tun. Da kommen die Kinder zum Beispiel, kommen ja schon mit offenen Händen, wollen Neues lernen, wollen Neues erleben. Und wenn man denen das da schon beibringt, dann ist das direkt drin. Dann ist das bei den Kindern direkt drin. Die wissen, okay, gut, das ist falsch und was nicht, lass uns weiterspielen. Es bleibt einfach nur, es bleibt in dir drin, weil du denkst, dass es das Richtige ist. Wenn man dir aber erklärt, dass es falsch ist, dann wirst du dich damit beschäftigen, okay, gut, wenn das falsch ist, dann muss ich rausfinden, was das Richtige ist. Eigentlich ist es eine Welt und wir sind alle da drin und wir sollten eigentlich die Zeit hier auf der Welt genießen mit so vielen Menschen, die es geht und mit so viel Vielfalt, die es geht. Ja, das bereichert eigentlich nur das Leben. Rassismus und Diskriminierung gehen uns alle was an. Wegschauen ist ein absolutes No-Go. Schwarzer Adler läuft jetzt bei Prime Video. Da lohnt sich hinzuschauen, sogar doppelt. Alles rund um die besten Filme und Serien gibt's hier auf dem Kanal. Mit Abo und Glocke verpasst ihr garantiert nichts.